ja, auch in die letzte Runde. In der siebten Stufe wird jetzt überlegt, welches Alleinstellungsmerkmal wir uns erarbeiten können, um eben langfristig einen blauen Ozean, also einen ohne Wettbewerb, beackern zu können. Und auch da hilft uns jetzt ein bisschen den Schritt, den wir gerade vorher gemacht haben, zu überlegen, welche Abgrenzung können wir schaffen, um eine andersartige Spezialisierung und andersartige Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln, als die, die unsere potenziellen Kooperationspartner haben. Also die Muckibude, die physische Fitness und der Nahrungsergänzungsmittelvertrieb, Fitness, die von innen kommt oder Gesundheit, die von innen kommt oder sowas in der Art. Und jetzt einfach mal zu überlegen, nochmal durch die Liste gehen, was ihr eben aufgeschrieben habt, mit dem ihr kooperieren könntet und inwieweit ihr euch davon abgrenzen könnt, durch welche Sachen eine Differenzierung entstehen kann. Also Ziel des Ganzen ist, wie ich gerade schon gesagt habe, langfristig eine Eigenstellungsmerkmal zu haben, womit man das Grundbedürfnis der gewünschten Zielgruppe jetzt angehen kann und wo wir vermeiden, in einen Preiskampf zu kommen, dadurch, dass so etwas in dieser Kombination sonst keiner anbietet. Ist eigentlich einfach, sich das Gegenteil von denen vorzustellen, die man da gerade auf dem Bildschirm hat, aber es ist nicht leicht. Ach, von den anderen Anbietern, ja. Manchmal kann da auch so ein Thesaurus helfen, dass man einfach Fachbegriffe eingibt und für die verschiedenen Fachbegriffe Gegenteile überlegt und von dem Gegenteil wieder das Gegenteil. Das ist so eine Vera Birkenbiel-Trick, dass man, also Bill Gates auf Deutsch übersetzt, ist Geldscheintore, ne? So könnte man es auch übersetzen. Aber genau durch solche, also durch Übersetzung oder durch das Gegenteil vom Gegenteil, kommst du eben auf benachbarte Disziplinen, wo du erstmal bei normalem Denken ohne diesen Umweg nicht drauf gekommen wärst. Also versucht das einfach mal zu nutzen. Eine Minute, go.